Morgen 7.45 Uhr im Landkreis Wittmund. Siemtje Möller hat einige ihrer sozialdemokratischen Parteikollegen nach Karolinsiel gebeten, um über die prekäre Wohnraumsituation für Einheimische zu sprechen. Für die 33 Jahre alte SPD-Kandidatin im Wahlkreis 26 sind solche Treffen mittlerweile Alltag. Am 24. September will sie per Direktmandat in den Bundestag einziehen. Die Gymnasiallehrerin verspricht frischen Wind für Berlin. In der Tat, es ist ihr erster Wahlkampf. Es ist vor allen Dingen spannend für mich, muss es so sagen. Ich erlebe viele offene Türen, viele freundliche Menschen, die sich interessieren, die auch sagen, komm, ich zeig dir alles, wofür ich so verantwortlich bin und meine Projekte. Und das ist für mich als neugieriger Mensch natürlich erstmal total spannend. Themen, die gehört und diskutiert werden wollen, gibt es reichlich. Wie kann die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sichergestellt werden? Welche Maßnahmen helfen, den Fachkräftemangel abzufedern? Wie lässt sich der öffentliche Nahverkehr ausbauen? Möller betont deshalb: Es geht darum, die Weichen zu stellen für die Zukunft des Wahlkreises, aber eben auch für Deutschland. Wir haben große Herausforderungen bei der Generationengerechtigkeit, bei der Bildung, bei der Zukunft der Arbeit. Wir haben dieses immer, was als Digitalisierung im Raum steht, aber das ist natürlich etwas, was gestaltet werden möchte. Ich habe keine Angst vor Zuwanderung, ich habe auch keine Angst vor Digitalisierung, ich habe auch keine Angst vor den Umbrüchen, die so da sind, vor Globalisierung und dem Zusammenwachsen der Welt, aber das verlangt danach, gestaltet zu werden. Dafür brauchen wir Ideen, dafür brauchen wir auch politische Konzepte und eben jemand, der das stark in Berlin vertreten will. Seit dem 6. Dezember 2016 steht fest, dass die Fahrrellerin die Nachfolge der Abgeordneten Karin Evers-Meyer antreten soll. Evers-Meyer scheidet nach 15 Jahren aus dem Parlament aus. Dass sie sich nun um das Direktmandat bewerbe, stelle auch ein modernes Familienbild dar, sagt Möller. Eben, dass ich als Frau vorne stehe und mein Partner eben sich auch mit um die Kinder kümmert. Das ist eine Entscheidung, die natürlich innerhalb der Familie getroffen werden muss. Im März mischte der sozialdemokratische Nachwuchs den Bundesparteitag auf. Die Stimmung der Genossen hätte besser nicht sein können. 5 Monate später ist Ernüchterung eingekehrt. Ortstermin im Sander Rathaus. Die 33 Jahre alte Kandidatin ist zu Gast an der Basis und hat Zuhörer, die schon so manchen Wahlkampf ausgefochten haben. Was passiert auf Bundesebene, wollen die Senioren wissen. Wie steht es um Martin Schulz? Ein Erklärungsversuch. Und dann ist natürlich die zweite Frage, was machen wir auf Bundesebene? Und da habe ich den Eindruck, das, was ich auch mitbekomme, dass ein Problem ist, dass Martin ganz bewusst nicht Teil der Bundesregierung geworden ist. Das war ja die Entscheidung, dass er tatsächlich auch als Außenseiter inszeniert werden soll, als nicht Teil der auch für die Müdigkeit der Menschen, die wieder ein bisschen müde von der Großen Koalition, dass er so dagegen gestellt werden sollte. Aber daraus ergibt sich einfach, dass er viel weniger in den Medien ist. Auf kommunaler und Kreisebene sei die SPD hingegen hervorragend aufgestellt, findet die Kandidatin. Das lasse sich anhand der Rat- und Kreishäuser eindeutig feststellen. Wir stellen die Landräte, wir stellen starke Fraktionen, die sich immer kümmert. Dementsprechend stark sind wir verwurzelt und ich glaube, das kommt bei den Menschen noch an. Mehr als 30% der Zweitstimmen sollen es auf Bundesebene werden, formuliert Siemtje Möller das Wahlziel. Sie selbst will natürlich das Direktmandat ihrer Partei verteidigen. Warum sie für den Posten im Bundestag geeignet ist, liegt für die Französisch-, Spanisch- und Politiklehrerin auf der Hand. Ich bin eine junge, nicht mehr ganz so junge, aber tatsächlich ja eine frisch gebackene Mutter mit 2 Kindern, lebe in Varel. Und ich glaube, dass ich mich aufgrund dieser familiären Situation mit den Problemen der Menschen doch aus meinem Alltag ziemlich gut auskenne und dementsprechend auch viel Verständnis dafür habe, was die Menschen umtreibt. Die haben am 24. September die Wahl.